Moin, moin, herzlich willkommen bei Blood and Brain Digital und in einer weiteren Folge Hearthstone, Buch der Söldner. Direkt umgeseptiert, zack, Buch der Söldner, ne? Modi. Und Solo-Abenteuer. Machen wir direkt weiter. Rokara haben wir ja nun beendet, erfolgreich, in der letzten Folge. Die letzte Prüfung geknackt. Hier so, zack, wählen und gucken, wie wir jetzt nehmen. Ich hatte ja, glaube ich, gesagt, dass wir Guff nehmen. Aber ich bin mir unsicher, vielleicht hat das ja auch einen Sinn, diese Reihenfolge. Also, so vielleicht und dann so und so? Vermute ich mal. Weil er ist der Erste halt, ne? Also. Genau, deswegen macht es vielleicht Sinn, wenn ich sie doch zuerst nehme. Zurella. Als die Exodar abstürzte, änderte sich mein Leben für immer. Ja, genau. Kapitel 2, Kapitel 1. Ich bin Xurella. Ja. Als die Exodar abstürzte, änderte sich mein Leben für immer. Eine Drehneupriesterin sucht einen Eisenturm auf einem schwarzen See. Okay. Oh, Xurella. Dann schauen wir mal, was bei dir abgeht. Wachposten. Ich bin eine Priesterin des Lichts der Schöpfung. Meine einzige Tochter, Roni, liegt im Koma. Ich habe getan, was ich konnte, um sie zu retten. Ich habe versagt. Eines Nachts gab es eine Explosion am Himmel. Lichtsplitter regneten auf Azeroth nieder. Wir nannten es die Nacht der fallenden Sterne. In einer Vision sprach eine Stimme zu mir. Finde die Splitter, rette dein Kind. Ich sah eine Einöde in Kalimdor, voller Gefahren. Und einen eisernen Turm in einem schwarzen See. Ich nahm Abschied und zog los, um ihr Leben zu retten. Kalimdor, Schwarzer See, Eisenturm? Hm. Okay, Kargal Schlachtnabe ist unser erster Gegner. Was haben wir denn hier? Kampflustige Orkgrunzer bewachen die Grenzen zum Territorium der Horde. Wache halten. Ruft einen zufälligen Wachposten herbei. Zack. Okay, auf wie geht's? Der Anfang sollte ja jetzt direkt eigentlich gar nicht mal so schwer sein. Hoffe ich. Gegen Kargal Schlachtnarbe! Wachposten! Ich muss an ihnen vorbei, um ins Brachland zu kommen. Das ist eure letzte Chance, Zwerg! Runter mit dem Schießeisen! Dann rasieren wir euch nur den Bart ab! Okay, vielleicht haben Diener 2-4 einen Zauberschaden, für deinen feindlichen Diener einen Schaden zu. Ja, wir gucken jetzt, was sie kann. Wer ist denn unser zwergischer Kumpel hier? Tarvish, natürlich. Wer sonst? Eifa, erhalte Tarvish Beute auf die Hand, nachdem dieser Diener einen Diener angegriffen und vernichtet hat. Todesröcheln wird bis zur Wiederbelebung inaktiv. Achso. Okay. Kommt und kämpft! Die Ehre wartet! Lebend! Kriegt ihr mich nicht? Wie ihr wollt. Okay, vielleicht am Diener 2-2 stellt am Ende des Zuges sein volles Leben wieder her. Oh, interessant. Stimmt, da werde ich nicht mehr töten, ne? Ist ja unglücklich jetzt. Egal. Für die Horde! Geladen und entsichert. Oh, oh. Huch. Das ist ja schlecht, jetzt so ein bisschen. Ganz vergessen, hier war Raserei, ne? Mal gucken, kann ich ihn heilen damit? Ja, ne? Kann ich ihn denn... Moment. Ausprobieren? Das fühlt Aha. sich gut an. Okay, okay. Gut, gut. Oh, geht Face. Der geht Face, warum geht der Face? Das Licht segne euch, Meister Jäger. Ich bin Xurella. Seid ihr verletzt? Wonach sieht's denn aus? Glaubt ihr, ich laufe mit einem Orkpfeil in der Schulter rum, weil ich das schick finde? Haltet still. Ich werde eure Wunden heilen. Und Lebensentzug? Auch hier. Ich hab was für euch. Nice. Mal gucken. Okay.
Oh. Shit. Achso. Ja. So, ne? Auf Agro zu ziehen. Was gibt's hierfür? Eine Karte? Ach was. Oh, Münzen. Okay, okay. Irgendwas, das dauerhaft ist. Da. So. Zack, damit stärken wir unsere Zauber selber. Okay, gut. Die Schweine sind los. Schweinezüchterin. Okay, cool. Das Brachland gehört der Horde. Die Allianz soll sich fernhalten. Mein Volk wurde schon einmal ausgestoßen. Super. Verbraucht euer gesamtes Mana, vernichtet einen Diener mit ebenso viel Angriffen oder weniger. Achso, okay. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt, aber soll's. Den nochmal oben drauf. So. Haltet still. Okay. Die Schweine sind los. Ui. Oh nee, ne? Oh. Ah! Stinker! Ich brauche einen Führer durch das Brachland. Helft ihr mir, falls wir überleben? Ich stehe bereits unter Vertrag. So ein Mistkerl. Ich bin so schön gepusht eben, ne? Kehrt ins Leben zurück! Okay. Du hast genockt. Seht mal, was ich gefunden habe! Was gibt's diesmal? Oh, was ist das? Wildtier-Zähmen, Rang 2. Ruft ein Wildtier viel mit Eifer herbei. Wird aufgehört, wenn ihr 10 Mana habt. Nice. Mit Eifer? Warten wir mal kurz. Oh. Shit. Rennt diese Irre in den Spotter rein. Also. Ja gut, das knockt ihn völlig aus, ne? Aber na gut. Wir spielen erstmal das. Was ist denn das? Mit Eifer. 4-4. Das wird Ster, außer. Außer. Flop. Wo tut es denn weh? Zonk. So, mal schauen. Ja, sehr gut. Feststationen. Das Dingo. Ja. Okay, lass mal gucken. Kostet 6, ne? Okay, du machst das mal weg, das ist zu doll. So. Dann so. Dann so. Ich schieße zuerst. Okay. Oh. Das war ein mieser Move. Das war ein scheiß mieser Move, ey. Dann nochmal. Wenn ihr in diesem Zug Leben wiederhergestellt habt, fügt einfach den Diener. Achso, okay. Na gut, dann spielen wir sie aus. Achso, warte. Machen wir so. Kann er wieder aufstehen. Ich habe geschworen, euch zu beschützen. Klopp. So vielleicht? Mal gucken. Wir werden angegriffen. Was zur Hölle ist das denn? Goldstraßengrunze, wa? Für den Diener, okay, warte mal. Wenn das Mana für einen Diener mit ebenso viel Angriff oder weniger. Okay, okay, Moment. Na los, kämpft! Ja, geht gleich los. Okay, lass mal kurz überlegen. Allen? Fügt ihr allen Fall, okay. Das reicht, wenn ich mir 5 Leben gebe.
Ja. Ist halt so. Das kann ich nicht tun. Wieso nicht? Das kann ich nicht tun. Das kann ich nicht tun. Willst du nicht? Wenn ihr in diesem Zug Leben wiederhergestellt habt, fühlt einfach... Wahrscheinlich, weil ich keins wiederhergestellt habe, oder was? Oh, Scheiße. Wir haben genug Probleme. So ein Scheiß. Bleib standhaft! Shit. Mehr Training? Egal. Das war jetzt leider etwas unglücklich. Habe ich mir es anders gedacht. Auf in die Bresche. Ja, jetzt wird es gehen. Na ja, okay. Ah, shit. Da ist wieder die Reihenfolge wichtig. Oh. Schwert, Schild, Axt. Was braucht ihr? Oh, shit. Ah. Okay, 7, naja. Mein ganzes Mana verbrauchen. Oder ich pushe den. So. Das reicht nicht, oder? Der hat noch. Oh, das reicht nicht. Shit. Warte, machen wir das so. Okay. So. Okay. Noctorinka! Zuck, zuck! Noch. Der. Das. Ah! Die Ehre wartet. Na? Och, er eifert nicht an. Er eifert nicht an, okay. Mal kurz gucken, was wir gefunden haben. Nice. Okay, wir töten jetzt erstmal den weg hier. Dann heilen wir ihn einmal. Ach, das fühlt sich gut an. Warte, wenn wir jetzt die ausspielen, dann. Weiter noch nicht ganz. Naja, nicht so schlimm. Was haben wir? Okay. Achso, er hat keine Karte mehr, ne? Nee, okay, gut. Ich wollte schon sagen, shit. Ich hab noch, oder? Ja, ich hab noch. Fast ein bisschen Angst gekriegt. Hat noch jemand null Ahnung? Hat noch jemand null Ahnung? Sehr gut. Was haben wir hier Schönes? Okay. Muss geheilt werden. Alles gut. Heiliges Licht kitzelt irgendwie. Heiliges Licht kitzelt irgendwie. Ja, ja. Naja, gut. Okay, ich glaube, das haben wir jetzt. Jetzt habe ich doch gewonnen. Den nochmal heilen. Der Zwerg und seine Heilerin sind zu mächtig. Wir haben es geschafft. Meister Jäger, wo geht ihr hin? Kommt zurück. Ja, ich habe Priester noch nicht wirklich viel gespielt, wie man sieht. Räusper. Wir durchbrachen den Wachposten der Orks, aber ich wusste, dass ich ohne Hilfe im Brachland chancenlos war. Obwohl er es nicht zugeben wollte, schien es dem Zwerg genauso zu gehen. Okay, Serena Blutfeder. Die Harpien der Hexenschwingen bereiten vielen jungen Söldnern in den trockenen Hügeln ein Ende. Heldenfähigkeit, Lebensentzug verursacht 3 Schaden. Ein einsamer Jäger. Ja, gut, das war doch was. War ein, auf jeden Fall ein interessanter Kampf. Dann hat es gedauert. 14 Minuten etwa. Ja, gut. ja, man könnte natürlich sagen, so, das ist ganz schön kurz, ne? Aber auf der anderen Seite ist ganz angenehm, dass es halt ja doch
relativ überschaubar lange Runden sind. Ich glaube, wir hatten nur eine jetzt bei Rokaras Storyline. Da, ich glaube, das war bei der Karawane, ne? Wo wir gegen diesen Golem gekämpft haben da. Ja, ich glaube ja, gegen das Wachsystem, wo das ein bisschen länger gedauert hat. Aber sonst war das ja immer noch relativ zügig, in Anführungsstrichen, durch. Ist eine schöne Länge, gefällt mir. Ganz gut. Schönes Ding. Aber interessanter Kampf auch so. Man lernt halt doch verschiedene Karten kennen, die man vielleicht so in der Kombo noch gar nicht genutzt hat. Oder halt nie dran gedacht hat, die vielleicht auch mal so zu benutzen. Das finde ich schon ganz interessant eigentlich. Und auch, ich sehe gerade, ich habe hier beide Mikros laufen. Ich hoffe, das klingt nicht komisch im Ton. Also in der Aufnahme gleich. Ich werde mal eins ausschalten davon, glaube ich. So, mal gucken. Ich hoffe, das ist jetzt nicht doppelt und dreifach gewesen. mal sehen. Aber auf jeden Fall eine sehr coole Geschichte. Man lernt dazu. Man kriegt Karten dazu, levelt die Klasse etc. etc. Und am Ende kriegt man immer noch einen Booster oder sowas. Auch sehr ganz cool. Auch sehr ganz cool, genau. Und hat halt eine schön zusammenhängende Storyline, lernt die Charaktere kennen und, und. Deswegen, ja, wie gesagt, wenn man sich mit Warcraft oder so allgemein relativ wenig auskennt, ist eigentlich das Buch der Söldner ein sehr schöner Einstieg. Buch der Helden vielleicht noch mehr, weil das ja wirklich bekannte Charaktere sind. Die Söldner sind ja jetzt so, die sind ja jetzt so nach und nach durch WoW und Co. reingerutscht. Aber lohnt beides, denke ich mal. Lohnt beides. Genau, und das eben auch mit dem Wachturm und sowas. Sehr cooler Kampf, also hat mir auch sehr gut gefallen. Hat Spaß gemacht, auch mit dem Jäger, mit der Beute, die er da mitbrachte und sowas. Sehr cooles Ding, ja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und auch sehr gut, dass wir nochmal gesehen haben, dass das ja Kapitel 2 da ist und so weiter, ne? Das hätten wir jetzt völlig, völlig verquer gespielt, ja. Nun gut, ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, Glocke drücken, Kanal abonnieren und so weiter und so fort. Kennt ihr ja alles. Und ja, wenn ihr noch Bock habt auf mehr, Hearthstone, Buch der Söldner, Rokara zum Beispiel und sowas, einfach am Ende in die Playlist klicken oder unten die angepinnten Kommentare, da kommt ihr direkt dahin und könnt halt alle, ja, euch Rokaras Reise schon mal komplett angucken. Genau. So, und ihr seht auch, /Blood and Brain, Facebook, Twitter, Twitch, Instagram, /Blood and Brain, da könnt ihr uns überall finden. Facebook und Twitter posten wir, wenn wir online gehen, was wir hochladen, wer dabei ist, wenn wir streamen und so weiter und so fort. Und halt, genau, auf Twitch sind wir dann online, Montag, Dienstag und Mittwochs, 20 bis 23 Uhr, plus minus eine halbe Stunde. Sporadisch auch an anderen Tagen, also lasst einfach mal ein Follow da, dann kriegt ihr da auch immer Bescheid. Genau, ja. Gut, dann sagen wir danke fürs Zuschauen, reingehauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.